Hallo Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von War Thunder mit dem Seras. Guten Tag. Servus. Ich habe mir mal den Leopard 2A5 geben lassen. Wir tasten uns also langsam ins High-Tier hervor. Und den erforsche ich tatsächlich gerade auch. Deswegen habe ich ihn auch geben lassen, weil wenn ich ihn habe, ist er dann sofort ausgebaut. Ja, was gibt es zu einem guten Stück zu sagen? Beste Kanone im Spiel. Und das war's. Fast. Beste Granate. Ja, beste Granate. Gut, Turmpanzerung ist ziemlich in Ordnung. Wannenpanzerung wie bei gefühlt jedem MBT auf den Battle Ratings eher so meh. Aber es ist eher so eine Rennkatze und ja. Bin gespannt, das ist jetzt die zweite Runde, die ich spiele. Eben habe ich nur auf den Sack damit bekommen. Aber das lag an der Map. Die Leo-Wanne, würde ich sogar sagen, ist eine der schwächsten MBT-Wannen. Ja. Die sind zumindest am einfachsten zu killen, wenn ich gegen sie spiele. Ja, Center of Mars rein in der Regel regelt. Ja. Ich höre hier irgendwie was. Ich höre sehr viele Dinge, aber. Hä? Ich weiß aber nicht wo. Okay, jetzt steht auf jeden Fall einer mit bei. Ich kann es nicht orten. Ach doch, richtig gehört. Hier kommt einer rauf. Aber wenn ich jetzt da lang fahre, kriege ich von da einen rein. Hundertprozentig. Lichtschützenmotor. Kraftstofftank. Es sind immer wieder die Kraftstofftanks, ey. Oh, und von links kriegen wir auch irgendwas gefüttert. Oder von rechts? Von wo habe ich denn gerade eine gefangen? Maximal verwirrt. Oh, ich von stehe links. Hinter denen, alles gut. Die sind links, hier. Junge, nicht rausfahren, du stirbst. Was war das jetzt schon wieder? Ja, ich bin mega wo verwirrt. Steht der? Keine Ahnung. Also irgendwie hier um die Ecke. Oh, von hinten. Von hinten? Oh hier. Ja. Ist raus. Uiuiuiui. Das hat aber. Das hätte jetzt nicht sein müssen. Und geht's hier. Dir gut? Hier muss auch noch einer herkommen irgendwo. Ja, ich such den gerade. Der versucht uns, glaube ich, hier jetzt zum Fahren. Bin mir sehr sicher sogar. Auf, komm, Crew. Schneller. Er ist noch eine Parallelstraße weiter von mir. Ja, der versucht mich hier zum Fahren. Ich warte eigentlich nur, dass er um die Ecke kommt, ehrlich gesagt. Scheiße. Ich wag mein Glück einfach mal. Jo. Nee. Okay, das war das HCVL, das ich geholt habe. Ah, ich werde von hinten auch beschossen. Ich sehe nichts, hier ist überall Rauch und drüber kommt Arti runter. Und ja, das ist keine Chance, ich werde von drei Gegnern umrundet. Ich versuch's. Einen habe ich. Außen an der Stadt steht auch den, noch den zwei ich. Stück. Also zwei. Links genau neben dem steht noch einer. Also wirklich Nein. zwei Meter links daneben. Ah, und da kam der Leclerc aus der Stadt. Verdammt, da hatte ich mich ein bisschen mit. Ich habe sogar drauf gezielt, aber meine Augen waren woanders. Kacke. Kennst du das? Wenn du. Ja. Wenn die Maus-Augen-Koordination irgendwie gerade nicht so ganz funktioniert, weil du dich woanders drauf konzentrierst. Aber gut, ey, ich habe ein paar Schüsse gefressen, also das hat tatsächlich ganz gut funktioniert. Ich bin mir nur nicht sicher, wo sie mir hingeballert haben. Aber ich habe überlebt, ich habe zwei Kills, ich bin jetzt schon mit der ersten Runde auf jeden Fall zufrieden mit dem Teil. Er fährt sich halt wie ein Leo. Ja, die Wanne kennt man ja schon ja, quasi. Die ändert sich ja auch letztendlich nicht mehr wirklich. Kaum. Weiß nicht, ob da irgendwie noch irgendwelche technischen Spielereien reinfließen. Aber man kennt sie. Ja, ich hatte mir noch zusätzlich hier die MiG-29 die Deutsche geben lassen. Ich muss mal schauen, ob ich die in eine der Runden, also zwei werden wir auf jeden Fall machen, ob ich die irgendwie anwenden kann. Ist auf jeden Fall der Plan. Wie heißen das? S-42? Nee. Wie heißen die Raketen? Irgendwas mit 42. Ich kann gerade nicht gucken, ich bin im Dogfight. S-24B oder sowas. Also ja, genau. So 50 Kilo Raketen. Die wohl ganz gut funktionieren. Da bin ich mal gespannt, weil ich bin ja eigentlich nur meine Su-Raketen, die S-250 gewohnt.
So, ist Close Air Support benötigt? Ich suche hier gerade, ehrlich gesagt. Deswegen spitze ich jetzt mal ein bisschen die Lauscher. Ich höre aber nichts. Okay, die sind uns Richtung unserem Spawn gefahren anscheinend. Rechts von mir irgendwo habe ich gerade eine Rakete gehört. Ja, hier. Da habe ich gerade auch Smoke irgendwo gehört. Aber ich versuche jetzt erstmal den Cap zu holen. Das ist cool, wenn man sich hier reinstellen könnte. Oh, pass auf, hier kommen welche in die Stadt. Zwei ja, Stück. Ich hör's, ich hör's. Ich versuche ihn zu knacken. Ich bleib jetzt erstmal einen Moment hier stehen. Lol, der hat drei Raketen gefressen, er ist nur getrackt. Dann schmeiß ich mal Arti auf den drauf. Also steht ziemlich genau hier. Ach scheiße, dann habe ich gerade auf den falschen Arti geschmissen. Naja. Wollen wir mal gucken, wie gut die Kanone von dem Ding noch ist. Okay, nein, tun wir nicht. Schade. Was ist denn Santa? Das sagt mir überhaupt nichts. Franzose. Genau, Santal Bergmann. West, bleibst du West? Das ist die Schauspielerin, die bei Conan der Barbar die Frau gespielt hat. Ah, okay. Da ist die Sau. Scheiße. Hätte ich nicht machen dürfen. Hätte ich nicht machen dürfen. Kacke. Was hast du angestellt? Ich habe dumme Sachen gemacht. Typ 90 steht direkt vor mir. Ich habe ihn. Ich hätte ihn gar nicht killen können mit dem Schuss. Das war dumm. Aber passiert. Ah, guck mal, jetzt kann ich. Ah, wobei, du wurdest gerade von so einem Vieh abgeholt. Dann steige ich jetzt definitiv nicht in das Flugzeug. Oder? Ja, ich meine, du musst halt ausweichen. Hm. Ach komm, ich versuch's. Ohne Fly kein Prei, Leute. So. Richtigen Raketen sind drin. So, warte mal, wie heißen die? S24B. Wo ist der Type 90? Ah, okay, der ist ein A. So, also. Alter, man ist so nah bei diesem Flugzeug dran. Hä? Ja. Was ist das denn für eine Scheiße? Bin auf jeden Fall schon gelockt. Mich zu locken. Boah, krass, ich kann mal ganz schön eine Kurve schmeißen. Nur hält es meine Crew halt so gar nicht aus. So, hab einen habe ich. Nice. warte mal, was? Bist du gepancaked? Nee, ich habe mir die Flügel, die haben mir die Flügel weggeschossen. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, ehrlich gesagt. Weiß nicht, ob ich mir die Flügel mit der Rakete abgerissen habe. Oder ob ich. Wirklich, wie nah warst du am Boden? Das ist halt immer noch eine relativ große Bombe. Ey, die sind noch nicht so groß, die Dinger. Keine Ahnung, es kann schon sein, dass ich das gemacht habe. Du hast einen Kill. Das ist das, ich, genau. Fürs erste Mal ist okay. Genau, erstes Mal in dem Ding gesessen, Kill gemacht, easy. EZ, Digga. So, und jetzt schieße ich mit dem PL einfach noch mit der. Mit der Zündermunition was runter. Keine Gutscheine auf den 2A5? Doch, den habe ich ja schon aufgebraucht. Ich war ja schon einmal draufgegangen mit der Kacke. Okay. Wie gesagt, ich kann diese Map einfach langsam nicht mehr sehen. Ich habe keinen Bock mehr auf die. Ich spiele ja, ich spiele ja quasi nur noch. Zum Beispiel die Folge, die heute online gegangen ist, die 11.3er Sowjet-Folge, spielt zwei Runden auch auf dieser Map. Ja. Ich kann sie nicht mehr sehen. Wie geht euch das, Leute? Schreibt es mal in die Kommentare. Habt ihr auch momentan so Maps, wo ihr einfach die ganze Zeit mit konfrontiert wird? Bei mir ist es momentan Breslau und die hier, die Maginot-Linie in der Winter-Edition. Kriege ich
insgesamt wahrscheinlich 50% der Zeit. Und ich will sie nicht mehr. Die hier mochte ich früher wirklich gerne, aber... Ne, irgendwann ist gut. Ich bin ziemlich sicher, dass ich hier einen Gegner... Ah ne, das ist einer von uns. Okay. Ja, nice. Aber trotzdem, im Grunde haben wir gewonnen. Ja, die ZSU ist saulaut. Ich habe auch gerade gedacht, da ist ein Gegner. So, und noch ein Ründchen. So, neue Runde, neues Glück. Auf verlassene Stadt, ja. Wir versuchen unser Glück tatsächlich mal bei A. Das kann klappen, das muss aber nicht. Es hängt immer ein bisschen davon ab, wie man hier spawnt vor allem. Wie schnell man hier rüberkommt. Weil eigentlich normalerweise sollte man jetzt schon beschossen werden können. Gleich, ja. Aber gut, jetzt ist schon mal der erste schlimme Moment ist eigentlich vorbei und jetzt sind wir halbwegs sicher. Bis jetzt und jetzt kann es wieder losgehen und... Ich wollte sagen, Jinx ist nicht. Da vorne... Okay, Rakete, die hat aber nicht uns gegolten, die war von uns. Schauen wir mal, ob wir irgendwas finden da oben. Was machen wir? Bleiben wir stehen und warten oder fahren wir hoch und ich kämpfen? Fahr rechts an die Steine. Dann fahre ich links. Muss halt aufpassen, dass du aus der Stadt nicht beschossen wirst, ne? Ja. Genau da, wo das Wiesel hingeht, das ist so eine gute Position. Ja, da kommt was. Okay. Hey, wait. Na gut. Ich guck jetzt in die Stadt. Weil da haben wir schon Leute verloren an der Kreuzung. Also du guckst jetzt hier rüber? Ja. Da dürfte gleich was rausfahren. Okay, dann decke ich weiter nach vorne ab. Du schreist, wenn du Hilfe brauchst. Ja. Das ist so ein Durchgang, den kann ich gerade nicht, das kann ich nicht gleichzeitig einsehen. Das ist ein bisschen blöd, aber... Ich Laser Ranch schaue schon mal auf die Entfernung. Hm, da kommt keiner. Ich fahre jetzt weiter. Nein! Ich wusste, woher? Dass ich aus, woher, diesem, woher? Aus diesem Durchgang eine geschwingelt bekomme, ey. Au! Jetzt wollte ich dir helfen, krieg eine rein. Von wo? Ja, von irgendwo, von deren Richtung spawnen. Ich wusste, dass das passiert, wenn ich hier lang fahre. Ich habe es trotzdem gemacht. Also ich gucke jetzt gerade nach da hinten, ne? Mhm. Ich glaube, ich habe von hier eine rein. Ich gucke jetzt wieder weg. Ich gucke jetzt, wo ich eben eine gefangen habe. Scheiße. Wo zum Teufel war das? Da war das. Ja, wo ist der jetzt? Ach komm, ey. Schön. Ich mache hier erstmal einen Abgang. Oh, hier hinten haben wir einen. 2:38. Wie unschön! Ich guck mal, ob ich mit dem Bubi was machen kann. Kacke. Wo bin ich denn hier gelandet? Jetzt kämpfen sie da auch noch. Kollege, du guckst nach links, ich guck nach rechts. Nein, jetzt kommt die so 25. Krieg ich sie? Alter. Ich hab's gerade so überlebt, ey. Hat sich gecrashed, der Affe. Meine Rakete hat ihn 2 Sekunden später erwischt. Dann bin ich ja froh. Scheiße, ich komme hier nicht weg. Und jetzt werde ich beschossen auch noch. Also ich habe aber auch jetzt gerade wirklich ganz doll Glück. I see what you try, aber es ist nicht nett. Oh, komm schon, 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 komm schon. Ach komm.
Boah, Alter, die machen uns aber auch hier gerade die Hölle heiß, ne? Aber Panzerung vom Leo richtet. Lol, das habe ich ja noch nie gesehen. Ich habe die Zusatzpanzerung vor meinem Turm verloren. Ja, das sieht ganz merkwürdig aus. Ey, ich find's cool, dass es überhaupt so dargestellt wird. Finde ich cool, aber ich wusste nicht, dass das geht. So, Freund. Tja, mein Freund, da kann man nicht flairen. Wo ist das? 2:38, lebt das immer noch? Nein. Aber was anderes. Ah, kacke, der steht da hinten wirklich, wirklich gut. Aber, wie gesagt, ein Leo 2A5 frisst viel. Aber ich würde jetzt schon gerne einen Kill machen. Aber ich habe irgendwie... Ein Flieger in der Stratosphäre. Toll. Das macht immer am meisten Spaß. Mhm. Ach, da ist er ja. Da bringt es leider halt auch nichts, irgendwie in der Nähe von der Hauswand zu fahren. Wenn das Ding senkrecht von oben kommt, kommt das Ding halt senkrecht von oben. Wenn du da nicht zufällig so ein total modernes Haus mit einer ganz fancy Architektur hast, mit Überhängen und so, kannst du dich da nicht vor verstecken. Oh Gott! Ja, gut. Ich wollte ihn versuchen zu locken, aber der war zu hoch. Oh, 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 oh. Ich hab's verkackt. Alter, und dann werde ich von der eigenen Arti gekillt. Nice, nice. On camera. Alter, das ist eine ganz, ganz komische Runde. Den hätte ich gerade eher in der Third Person erschießen müssen. Ich erschieße die meisten Gegner in der Third Person. Nee, manchmal, wie gesagt, wenn du dann aus Versehen an irgendeine Prop mit der Kamera hängen bleibst, dann geht die Kanone nach oben wie Sau oder nach unten oder wo auch immer hin. Und dann verreist du noch mehr. Deswegen mache ich das sehr ungern. Ja, aber gerade mit der, wie dieser Granat, ja. Also du kannst halt echt YOLOen. Ja gut, aber dann musst du halt auch erstmal treffen. Bist du das, was ich hier höre? Sollen wir mal C machen? Kann man versuchen, ja. Ja gut, der Typ hat jetzt halt seinen Spaß, ne? Ja, der 14 meinst du? Ja. Wie gesagt, habe ich versucht zu locken. Ich wollte ihn wegschießen mit meinem Eurocopter, aber da habe ich einen Baum geknutscht, weil ich zu hochkant mich gestellt habe. Jetzt wird die Frage, mit was die F14 da rumballert. Halfway. Oh, schön. Oh, da hinten fährt was. Das sind zwei. Da ist noch einer. Au. Wie? Schön. Sie hat nur meinen Turm gesehen. Wie? Na komm, zeig mal. Richtschütze, Ladeschütze. Gleisknete. Ach so, klar. Durchs Rohr, durch den Verschluss, alle vier Leute im Panzer tot. Also dein Killer habe ich, glaube ich. Sehr gut. Ich kann auch mit der Flak rein. Ich guck mal, ob ich die F14 treffe. Der Ethan hatte ich doch gekillt, oder? Mm. Also der M1, eben Brims. Aber wo ist der zweite? Du hast gesagt, es waren zwei. Den zweiten habe ich getötet. Achso. Und den zweiten hatte ich gar nicht erst gesehen. Alter, du kannst diese... Die deutschen Flaks kannst du so vergessen. Och, na. Kommt drauf an. Also wenn sie niedrig fliegen, finde ich sie gut. Wenn sie hoch fliegen... Ja, aber der fliegt halt in der Stratosphäre. Ja. Da kann ich nichts machen. Ich sehe ihn aber. Tja... Aber wie viel Pathway hat er denn? 6 oder so? Oder 4? Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich meine, ich... Ja, was macht man? Oder sind sogar 2 davon. Nice. Bin raus. Du kannst versuchen, die Bomben abzuschießen, wenn sie kommen. Nicht gesehen, wo sie kommen. Nee, sie fliegen auch zu schnell.
So, wo sind die? Bin ich sicher? Ich dachte, ich glaube, einen Heli zu hören. Ja, ja, ist unserer. Vierten. Achso, okay. Und den nächsten. Das ist so lächerlich! Lass mich raten, wir haben die Russen im Team, ja. Den kann ich nicht beschießen, den kann ich nicht beschießen. Willst du eine Hülle nicht in seine Richtung drehen? Nein, hier ist eine. Shit. Den versuche ich abzufangen. Oh, scheiße. Da ist noch ein Abrams um die Ecke. Oh, Leute, hier wird gerade gecappt direkt neben mir. Aber der kommt nicht scheinbar. So, jetzt kann ich nur hoffen, dass der mich nicht hört. Der fährt weg, links. Boing. Ich höre aber noch einen. Ah ne, das ist von uns. Das Ocelot habe ich gehört. Jetzt die Frage, wo drehe ich mich hin? Ich würde mich dahin drehen, wo du hergekommen bist. Ja. Am besten stellst du dich zwischen die Wracks. Das, nee, mach ich nicht. Kommt gerade Arti runter. Ich muss schnell wieder weg. Dann hoffe ich, dass du keine Bombe auf den Kopf kriegst. Die würde ich auch zwischen den Wracks auf den Kopf bekommen. So. Wo war der Dude? Ich weiß halt auch nicht, was es war, sonst hätte ich auch einen Killfeed gucken können. Der hier lang gedüst ist. Sah aus wie ein Chinese. Da ist ein ZTZ gestorben vor nicht allzu langer Zeit. Nee, stimmt nicht, der hat einen getötet von uns. Da ist ein Gegner, ne? Vor dir. Wo? Der gescoutete. Ja, vor mir. Den hättest du, glaube ich, gerade beschießen können. Die Flak da drüben, ne? Da sind viel zu viele Gebäude dazwischen. Den kann ich nicht beschießen. Aber wenn ich hier einen Tacken weiterfahre. Nee, nee. Wow. Ach, Quatsch. Das Leo, der kann ich umkippen. Das Katze fällt immer auf die Füße. Verschüttet auch nie sein Bier. Ja. Wo ist er? Wo ist er? Peten direkt vor dir. Okay, ist gleich tot. Sehr schön. Ich höre was vor dir. Ich auch. Ich sehe es aber nicht. Sieht sehr turbinig an. Nein. Sie will nicht rauskommen. Oh, nehmen wir den. Nein, das war ein Stein. Der ist gescoutet. Ja, da habe ich aber direkt gerade hingeballert, aber. Den kann man doch gar nicht schießen von der Stelle aus. Ah, komm. Hier, friss. Mach dein Radar kaputt. Haha. Ja, noch eine Runde. So, Freunde, die Map kommt uns doch irgendwie bekannt vor. Und Seres unterstützt mich jetzt mal mit den Sowjets, damit wir nicht auf diese treffen, aber das hat wohl leider nicht so ganz funktioniert. Oh, ups. Stattdessen haben wir jetzt ein schönes Mixed, wie auch immer, Battle. Es sind nur die Sowjets auf beiden Seiten. Ja. Ja, gut, aber... Da haben gerade auch die meisten gewartet an Spielern. Hey, ich habe eine ganz wichtige Frage an dich. Jetzt kommt's. Meinst du, der ist Deutscher?
Nein, glaube nicht. Okay. Nice. Alter, Alter, was ein Schuss. Von wo kam der denn bitte? Von C3. Das ist so lächerlich, wie schnell der BVM ist. Ja. Ah, sag doch was. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir die abfangen können, die zu A fahren wollen. Nee. Wo steht der? Da. Einen habe ich. Sind da mehrere? Ja, mehrere. Mindestens wo? Noch einer. Links jetzt um die Ecke gleich. Also eine Straße weiter, glaube ich, noch. Ja, der gehört zu uns. Der gehört zu uns. Oder der war alleine. Es war super schwierig, finde ich, gerade rauszuhören. Weil die alle hintereinander standen. Wie geht's dir denn? Nö, mir geht's gut. Ich habe nur eine Mannequin verloren. Ich werde jetzt in den Cap fahren und dann cappen. Okay. Und dann werde ich mir meinen Commander wieder einverleiben. Mir jetzt nur noch nur die Position suchen, wo ich mich hinstelle. Du, mein Freund, machst dir keine No-Fly-Zone. So. Vor mir kommt einer. Sehr sicher sogar. Was heißt vor dir? Ja, müsste der kommen. Okay. Ich höre zumindest was aus der Richtung. Ich weiß nicht, ob ich unseren Medium, der am Ende quasi außerhalb von der Stadt steht, ob ich diesen höre. Würde mich aber wundern. Ja, okay, da sind auf jeden Fall ein paar Gegner. Da wird gekämpft. Dann habe ich wohl doch richtig gehört. Die sind wahrscheinlich weitergefahren. Scheiße, da steht schon wieder einer am Punkt drin. Ich komme in deine Richtung. Oh, ich habe was ganz nah bei mir. Alter! Wo, was, wie? Direkt okay. Vor mir um die Ecke kam der. Wie hat der denn meinen Motor zerstört? Hat er einmal mich durchgeschossen oder was? Oh, da muss noch einer in der Nähe sein. Arti kommt jetzt runter. Kannst du schießen? Ja, ja, schießen kann dann ich. Guck nach rechts. Oh, das ist schnell weg hier. Die AT kommt genau auf uns geregnet sonst. Ja gut, du wurdest getroffen. Du hattest ja den Marker. Au. Au? Ich habe meine Kette verloren durch die AT. Aber ja. Du kämpfst? Ja. Ah, ich werde auch repariert von dem College. Sehr schön. Ja gut, dann müssen wir uns... können wir jetzt vielleicht mal aus der Stadt hier raus, das ist ja frisch, Bro. Wäre ganz cool, ja. Ich geh mal recappen. Dankeschön. Der fährt sich halt echt wie ein Go-Kart. Ja. Der kam auch eben wie ein Go-Kart um die Ecke geballert. Das hat sich sehr nach von links... Au! Ach komm. Alter. Der hat uns beide direkt hintereinander weggemacht mit seinen Drecksdingern. Ja, easy für ihn. Mit was hat denn der geschossen? Was sind denn das? Das sind die gleichen Raketen, die auch die K-50er haben. Toll. Alter, was hat denn der für ein Loadout? Der, also ja, zwei von den Pots sind vom K-50 und dann noch mehr. Sag Richtschütze, ey. Ich glaub's hackt. Schick Gegner. Ja, und jetzt hat er mir die Kanone gezogen, ey. Was soll das, Kollege? Hast du Ehre im Leib oder was? Wahrscheinlich nicht. Team! Wo seid ihr, wenn man euch mal braucht? Jetzt bin ich aber stinkig, ey. Alter, hinter unserem Spawn steht halt einer, ne? Ja, ich seh's, ich seh's. So, einen hab ich. Nimm den hinter dir auch noch raus am besten.
Kann ich nicht. Alter! BVMs sind so lächerlich. 90 Grad in die Seite geschossen. Er ist nicht draufgegangen. Es sind solche... Also wenn nochmal mit mir jemand darüber diskutieren will, wie es unter meinem BVM-Video war, dass das nicht der stärkste Panzer im Spiel will, dann muss ich ein bisschen lachen. Kanone ist vielleicht nicht die stärkste, aber der Rest... Das Gesamtpaket, es macht ihn einfach, also die Panzerung macht ihn einfach zum stärksten Panzer im Spiel. Da lasse ich nicht mit mir drüber diskutieren, sorry. Ich hole mir den jetzt aber noch. Scheiße, der hat's hinter sich. Ach komm! Alter! Alter! Das ist lächerlich. Wir schießen halt alle in unseren Spawn rein. Immerhin sind wir beste Staffel. Naja, nice. Das soll es heute gewesen sein, Leute. Hi, Tier, macht doch richtig Spaß. Ciao. Ciao, ciao.